Hallo Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giganten Phantom. Was gibt es wieder Neues im Merchandise-Universum unserer Helden von Eternia? Da habe ich etwas bekommen, darauf warte ich ja schon seit Monaten, ja? Weil diese Figur aus der Masterverse-Reihe ist in den Staaten ein Target-Exclusive. Und das hier nach Deutschland zu bekommen, ist gar nicht so einfach, denn es wird in Deutschland gar nicht angeboten. Deswegen muss man entweder dieses teuer bei eBay und Co. Kaufen und ersteigern oder jemanden haben, der in Amerika wohnt, beziehungsweise jemand, der nach Amerika im Urlaub ist. Und dieses Glück hatte ich. Und es gibt eine Dame, sie heißt Beate. Ja, Beate ist ein mega großer Barbie-Fan. Und sie ist von der Schweiz aus, denn da wohnt sie und hat einen Laden, der heißt Think Pink. Ja, Think Pink, einfach zu merken, ja. Ja, sie ist zur Barbie-Convention in die Staaten geflogen und fragte mich, ja, Marc, brauchst du irgendwas aus den Staaten? Und da fiel mir ein, natürlich braucht der Marc was aus den Staaten, was mit den Masters zu tun hat. Und da hat sie mir, und das fand ich richtig geil, den alten Man at Arms mitgebracht. Ja, das war cool, weil sie hat mir, weil ich gesagt habe, wenn sie mal bei Target ist, und sie war öfter mal in verschiedenen Targets in den Staaten, weil sie hat neben der Barbie-Convention, wo sie auch als Laufstegmodel mitgewirkt hat, ja, das ist ja schon mal eine ganz große Auszeichnung, ja, hatte sie mir ein Handyvideo rüberkommen lassen. Genau gesagt, es waren zwei. Beim einen, die Figuren hatte ich ja alle. Ich habe ja von der Masterverse-Reihe zurzeit ja alle. Da fiel mir aber auch auf, dass diese Figur, ja, beim Vorbeizoomen, dass diese ja da aufgetaucht ist. Und sage ich, Beate, film nochmal das ab. Dann filmte sie ab und dann stellte ich fest, hey, das ist ja, oder sollte Pighead sein, ja, aus der Rulers of the Sun-Reihe, aber hier steht He-Man drin. Und das Geniale ist hierbei, man kann ja meinen, das haben die von Target so reingefügt, weil es fehlen hier auch, der Schild fehlt hier von He-Man, aber auch das Zauberschwert. Aber nein, es wurde hier auch noch mit dem Kleber, ja, das ist von Mattel, versiegelt worden. Das heißt, ein kleiner Produktionsfehler. Also hier steckt der Revelation He-Man in der Box von Pighead mit drin. Eine kleine Variante, keine große Sache, ja. Ich habe erst wirklich gedacht, es wäre wirklich ein, weiß nicht, Leute hätten daraus das Schwert geklaut und das Schild. Nein, es wurde falsch abgepackt. Wollte ich haben, war jetzt auch nicht so teuer, hat sie mir auch noch mitgebracht. Aber hier den Man-at-Arms, ja, diesen alten, reifen Man-at-Arms, ja, hat sie mir mitgebracht. Leider, aber ist jetzt auch nicht schlimm, ich bin ja Auspacker, war das hier oben schon entsiegelt, oben, ja, die Verpackung, egal. Aber für 23 US-Dollar, ja, habe ich ihn mir mitbringen lassen, ohne Zoll, ja, das hat die Beate übernommen, beziehungsweise sie hat ja, ich glaube, natürlich auch Zollfreigabegrenzen, aber für 23 US-Dollar kann ich ja nicht meckern, weil die Sachen werden ja bis zu 120 Euro hier gehandelt. Aber ich packe ihn gleich aus. Ich freue mich wie Bolle und nochmal vielen Dank, Beate. Ja, wenn ihr mal in der Schweiz seid, in Kreuzlingen, da ist nämlich der Think Pink Shop. Das ist wirklich ein kleines, gemütliches Barbie-Lädchen. Ja, da findet ihr sehr viele Barbie-Puppen, sehr viele Accessoires zu Barbie, Merchandise von Barbie. Ja, der Puppengeist schwört auch da drauf. Ja, schaut einfach mal vorbei. Sie hat auch einen. Hat sie einen Internetshop? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde es mal vermuten. Aber googelt mal nach Think Pink und dann werdet ihr den Shop von Beate im Internet auch finden. So, genug geredet. Ork und ich sind jetzt mal richtig heiß darauf, den reifen alten Man-at-Arms auszupacken. Aber bevor wir dieses tun, ja, machen wir einfach mal einen kleinen, ja, eine kleine Schau auf der Verpackung. Wie sieht die Verpackung des Target Exclusives genau aus. Ja, hier steht der ins Exil geschickte Man-at-Arms noch in seiner Masterverse-Verpackung. Auch wenn es eine Target Exclusive-Figur ist, hat sich an der Verpackung der Masterverse-Figur nichts
geändert. Hier findet man auch den Hinweis, dass diese Figur aus dem Original-Netflix-Cartoon entstammt. Ja, er bringt wirklich eine Menge Zubehör mit. Das werden wir gleich mal schön schnell auspacken. Ja, hier die Verpackung von der Seite und man sieht hier wirklich einen reifen Man-at-Arms. Ja, einen ungepflegten Man-at-Arms, aber er wirkt dadurch wirklich kernig. Ja, und auf der gegenüberliegenden Seite natürlich, ja, Man-at-Arms und darunter, weil es eine amerikanische Umverpackung ist, noch seinen Titel, und zwar Heroic Master of Weapons. Ja, hier die Verpackung von der Rückseite und man sieht auch hier ein richtig mega geiles Artwork. Wie geil ist dieses? Also ich muss sagen, wieder eine Steigerung gegenüber den anderen Artworks. Ja, ich denke jedes Mal, es gibt keine Steigerung. Und dann kommt die nächste Masters-Figur aus der Masterverse-Reihe und sehe, ja, es geht noch besser. Ja, hier eine kleine Kurzbio von Man-at-Arms, der von ja, King Randor ins Exil geschickt worden ist. Und hier weitere Masterverse-Figuren, die erschienen sind. Ja, und was hatte ich mich gefreut, ja, wo sie mir ein Foto geschickt hat, dass sie ihn gerade eingekauft haben. Ja, nochmal wirklich, nochmal vom Herzen vielen Dank, Beate, und an ihren Mann Matthias. Ja, liebe Grüße zu euch nach Kreuzlingen. So, das werden wir ja mal wegtun. Ja, wie gesagt, hier He-Man in der falschen Verpackung, keine große Sache, ja. Ist, wie gesagt, ein kleiner Produktionsfehler, aber wollte ich halt haben, ja. Und immer trotzdem, trotz allem, das Gesicht vom Revelation He-Man hier als Masterverse-Figur geht gar nicht. Aber das habe ich euch zu Genüge schon gesagt. So, hier die Verpackung richtig, ja, genial. So kennt man die Masterverse-Verpackung von dieser Deluxe-Figur. Hat sich nichts geändert, ist aber reichlich Material mit dabei, wo man gleich schön bauen können. Und ich finde diese Version von Man-at-Arms richtig cool. Die fand ich schon im Revelation-Cartoon, fand ich richtig cool. Der nochmal kurz zusammengefasst, ja, als King Randor erfährt, dass Man-at-Arms vom Geheimnis seines Sohnes Adam wusste, war er so wütend und traurig, dass er Man-at-Arms seine Funktion als Man-at-Arms entzogen hatte und ihn ins Exil geschickt hatte. Und so sah er dann, nachdem er wieder entdeckt worden ist irgendwann, ja, sah er sehr verloddert aus, beziehungsweise noch kerniger, nicht mehr frisch rasiert, ja. Und so war denn die Story von diesem alten Man-at-Arms geschaffen. Und ja, und hier Mattel meinte, komm, machen wir ihn auch als Masterverse-Figur. Und uns Fans freut es natürlich, ja. So, dann wollen wir ihn auspacken. Wie gesagt, hier Artwork einzig, richtig genial. Richtig toll. Und dann hat auf alle Fälle trotz allem, dass hier Man-at-Arms ins Exil geschickt worden ist, hat er trotzdem noch beim Kampf geholfen, ja, Eternia zu verteidigen. So, ausgepackt. Und so sieht er natürlich ausgepackt aus. Ja, wirklich sehr viel Material mit da drin. Es macht gleich Spaß, das alles mal auszuprobieren mit euch. Er hat, auf alle Fälle hat er noch einen Wechselkopf mit dabei, dann hat er noch Rüstungen mit dabei, seinen dicken, fetten Blaster, auswechselbare Hände. Dann hat er hier noch, ja, so muss man anschauen, was für ein Arm. Wir gucken uns das jetzt alles an und da fällt auch schon wieder mal, ihr kennt das ja schon, das hat ja schon hier Tradition, da fällt hier meine Klinge vom Skalpell, fliegt hier schon aus ihrem Griff. Fangen wir erstmal hier an mit dem auswechselbaren Kopf. Ja, da hat Duncan hat hier seinen Helm auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hat natürlich seinen Helm auf, aber hat die Haare länger und hat jetzt einen Vollbart. Nicht ein Vollbart, das nimmt er abends, aber einen Vollbart hat er, hier trägt er. So, einmal. Dann schnell seinen großen Blaster. Moment. Ach, hier ist auch sehr schön gesichert wieder mal. Mit den Gummistrapsen. Hier,
Ist das nicht ein Blaster Deluxe? Nee, so muss er, so ist er ja. Richtig cool. Aber ja, ist auch sehr leicht, ne? Dann ist hier etwas für seinen Arm, vermute ich mal. Ich muss gucken. Ja, für seinen Unterarm. Ja, so einen Unterarmschoner. Das. Die Hände lassen wir erstmal drin. Wir holen aber jetzt mal einen Teil seines Brustpanzers raus. Auch sehr schön hier an den Seiten mit schwarzem Fell, das natürlich aufgemalt ist, ist es schön abgesetzt. Das ist schon eine coole Rüstung. Ja, sie unterscheidet sich ein wenig von der normalen Man-at-Arms-Rüstung. Dann hat er, glaube ich, das ist auch ein, auch für den Oberarm, vermute ich mal, ne? Oder ist das für den Unter? Ne, für den Oberarm wird das sehr wahrscheinlich sein. Ja, ist dabei. Dann für seine Beine, ja, diese. Moment. Moment, Moment. So, diesen Schutz für die Beine ist mit dabei. So. Gut. Dann haben wir alles rausgepackt an Zubehör. Jetzt wollen wir natürlich auch den alten, den Old Man at Arms auch auspacken. Schade. Ach hier, guck mal hier. Hat auch noch mal seinen Umhang mit dabei, den man auch kannte. Natürlich auch hier in Stoff. Das macht die Masterverse-Reihe ja aus. Ja, denn im Gegensatz zu den Origins, das sage ich ja euch so oft, die Umhänge, wenn Figuren Umhänge haben, haben die Origins immer so aus einem leichten Gummi. Aber die Masterverse-Figuren haben grundsätzlich immer Umhänge, wenn diese Figuren die auch benötigen, haben sie diese in Stoffform mit dabei. Und das macht es natürlich ein wenig hochwertiger. Obwohl es kein hochwertiger Stoff ist. Ach so, sogar mit Klettverschluss sehe ich. Da muss ich gleich mal gucken, warum. Klettverschluss, wir schauen uns das gleich mal an. Ich mache, bevor hier wieder irgendwie ein Unfall passiert, wir verschließen das Skalpell nochmal. Und das Skalpell wird nachher natürlich durch Oberschwester Hildegard wird es natürlich nachher in meinen Safe gebracht, wo auch die Thomas Anders Gedächtniskette mit dem Schriftzug Nora liegt. Was erzähle ich heute wieder für einen Müll? Aber egal. Es liegt daran, weil ich mich freue, ja? Ich freue mich, dass ich jetzt die Figur endlich habe. Auch diesen Hickhack, ja. Was ist da, war wieder los bei Mattel in meiner Sommerpause, ja? Was muss ich da lesen? Ja, ich war im Urlaub und sehe bedingt durch meine längere Sommerpause, dass der New Adventure Skeletor aus der Masterverse-Reihe, dass es ihn doch geben wird hier im regulären Handel, ja, dass man ihn auch hier pre-ordern kann bei den deutschen Online-Shops. Was ist da wieder los gewesen? Ein Kommunikationsfehler vom Betreiber. Klar, ich weiß es nicht, was da los ist. Ja, das mal zur Seite gestellt, das muss ich mir immer kurz angucken. Das nur mal am Rande erwähnt. So. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, der New Adventure He-Man war schon schwer zu bekommen, weil es war nämlich eine Exclusive in den Staaten, den gab es und gibt es gar nicht hier in Deutschland. Das war schon ein Hickhack, ihn zu bekommen. Da denke ich mir so, auch den New Adventure Skeletor, denn das wird auch so ein Hickhack werden, bis ich den hier habe. Aber jetzt bin ich wieder guten Mutes. Jetzt kümmern wir uns mal um dich, Man at Arms. Ja, also sehr, 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 sehr schön. Also eine sehr gute Figur, die habe ich ja schon gesehen, wo ich die bei den Giganten, das Fanmagazin, Neuigkeitenmagazin, wo ich das da euch präsentiert habe, diese Neuigkeit, dass es diesen geben wird, war ich schon fasziniert. Wie geil. Das ist wirklich eine richtig coole Figur. Sieht richtig geil aus. Richtig kernig männlich. Ja. Man sieht ihm sofort seine Erfahrung als Man at Arms an. Ne, was meint ihr? Also sieht das schon mal auf alle Fälle richtig cool aus. Hier vorne auch sein Niki-Tuch, sage ich jetzt mal. Ne? Das hatte ich damals in den 90ern auch sowas. Ein Niki-Tuch hat man so getragen um den Hals. Ja? Das haben dann eigentlich vorne, also ich glaube, vorher haben das immer Hunde getragen. Dann haben wir plötzlich das übernommen in den 90ern, haben auch solche Niki-Tücher getragen. Und heutzutage haben das wieder Hunde drum. Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Auch diese grüne Rüstung und hier, auch hier seine Umhängetasche, die sieht richtig stylisch aus. Richtig, richtig cool. Aber was könnte, man kann auch jetzt mal, könnte mal unten reinschreiben, was könnte Man at Arms in dieser Umhängetasche haben? Ja, sein Handy weniger, oder? Ich weiß. Ja, das ist immer interessant. Diese Figur, weil es natürlich eine amerikanische Umverpackung ist, steht auch hier oben drauf. Natürlich hier hat sie natürlich hier 30 Gelenkpunkte. Da stehen ja auf alle amerikanischen Umverpackungen steht es ja drauf und er hat ja auch wieder deine 30 Stück. Ist natürlich voll beweglich, deswegen cool. Auch der Umhang sieht richtig cool aus dazu. Das ist wirklich geil. Auch die langen Haare hinten mit Dutt und Zopf, ne? Ach, Dutt und Zopf. Quatsch. Der Dutt und die langen Haare dazu. Richtig trendy heutzutage wieder, ne? Der könnte so ein Hipster aus Berlin sein, ne? So aus dem Berliner Kiez, ne? Ja, gefällt mir. Wir wollen ihn jetzt mal. Auch die hier unten die Stiefel von ihm auch sehr schön abgesetzt mit diesen Bandagen drumherum, ja, des hellgrünen Bandagen. Ja, auch die Standfestigkeit, wie man sieht, die Figur steht, das ist das Wichtige. Ja, es gibt viele Masterverse-Figuren, die stehen nicht. Da muss man sehr lange justieren, gerade bei den weiblichen Figuren. Aber es gab auch männliche Charaktere der Masterverse-Reihe, die haben sehr schlecht gestanden. Aber er hier steht sofort. Auch sehr schön der Gürtel hier, die Gürtelschnalle auch sehr schön in Schwarz und mit silbernen Accessoires dran, ja? Applikationen würden die jetzt hier bei QVC sagen. So, wollen wir ihn mal ein bisschen umbauen? Ja, wir wollen jetzt mal ein bisschen so Man at Arms verändern. Ja, wir wollen mal seine Rüstung anziehen, ja? So, das ab. Ach ja, wer sagen wollte hier, warum auch immer, man kann auch hier noch hier die Schlaufen hier, sage ich jetzt mal, kann man auch noch mal verbinden, weil er hat hier Klettverschluss, ja. Und Klettverschluss kann man ja sehr schön hier die Größen verstellen. So, dann hält es auch, ne? Sehr gut. Sehr guter Umhang, mal schön zur Seite gelegt. Jetzt ist Man at Arms natürlich kopflos. Wir wollen ihn jetzt mal so machen, ohne Nickikuchen, ne? Das tun wir alles hier hinlegen. Wir ziehen ihm jetzt mal seine Rüstung an. Ganz, ganz cool. Ich finde die Rüstung auch sehr geil. Hups, ne? Richtig toll. Auch hier hinten nochmal mit einem Gürtel, den man auch wieder verschließen kann. Ich habe es heute aber auch mit der deutschen Sprache wieder. Wir wollen ihn mal ansetzen. Kann man das? Wie geht das hier rein? So. Oder so. Es wird das jetzt wird gewurstelt. Jetzt wird gewurstelt. Ach so, klar. Auch an den Seiten kann man natürlich öffnen, die Rüstung, sonst geht es sehr schlecht. Da drüber. So. So. So, wieder verschließen. Ist gar nicht so schwer. So, hier, ach, man muss auch natürlich hier vorne seine Tasche abmachen, so sieht es ein bisschen dämlich aus. Moment, man macht auch seine Umhängetasche, die man abmachen kann, einfach, ne? Die macht man natürlich ab. Sonst wäre es zu viel des Guten. Aber mich würde wirklich interessieren, was ist in seiner Umhängetasche da drin? Ich weiß gar nicht, ob man das im Revelation-Cartoon gesehen hatte. Naja, ich bin auf alle Fälle mal gespannt auf die Nachfolgeserie Revolution, ne? So. Moment, Moment, Momentchen mal. So. So, schön verpackt. Dann machen wir natürlich seinen austauschbaren Kopf drauf. Das machen wir natürlich. So. Dann haben wir natürlich noch seinen Armschutz. Ne? Auch sehr, sehr schön gemacht. Sehr, sehr, sehr toll. Jetzt muss ich mal gucken, wie ist es denn? So, okay. Dafür müssen wir, glaube ich, aber die auswechselbaren Hände nehmen. Die müssen wir diesmal drauf machen, die auswechselbaren Hände. Ich mache es ja zurzeit ja ungern, die Hände immer tauschen, auch bei den Origins.
Aber manchmal kann man es nicht machen. Man muss es manchmal wirklich machen. So. So. Einmal hier. So, dann das zweite. So, dann wollen wir ihn jetzt hier mal, weil er hatte nämlich geschlossene Fäuste, hatte er schon vormontiert. Jetzt die geöffneten Fäuste als auswechselbare Hände sind dabei. Die sind was geöffnet. Dann kann man zum Beispiel gleich auch seinen Blaster mit einlegen. Moment. Wie machen wir das jetzt hier? So, dann werden wir es anders machen. Moment. Da macht man nämlich die Hand ab. Sehr wahrscheinlich wird es so sein. Ja, ist doch ganz. Ach, so jetzt. Manchmal stehe ich aber auf der Leitung. So, dann die Hand hier rein. So, dann haben wir schon mal hier. Ja, seinen Unterarmschutz, ne? Cool. So, dann haben wir hier noch für den Oberarm. Oder machen wir es am gleichen? Ich muss mal gucken. Na, das muss man auf der anderen Seite machen. Natürlich. Der mag wieder. Der mag wieder. Machen wir das erstmal hier oben. So. Schön befestigen, ne? Seinen Oberarmschutz. Der aber nicht richtig hält hier. Warum hält er denn hier nicht richtig? Oh Gott. Man muss richtig hochschieben. Was ist denn abgefallen? Irgendwas ist abgefallen. Ach so, hier von seiner. Okay. Das muss man. Man könnte jetzt auch das Video theoretisch schneiden, aber ich sehe das gar nicht ein, weil ihr hängt zu Hause genauso, wenn ihr die Figur habt, ja, hängt ihr genauso ha zu Hause und probiert aus, wie sitzt was, wo kommt was hin. Und das möchte ich hier halt mit euch zusammen, möchte ich dieses auch genauso machen, wie es dann später bei euch zu Hause ist. Ne? Was soll ich denn hier schneiden? Ja, für manche, die sagen, oh, das ist jetzt mir zu langatmig, einfach Vorspulfunktion betätigen. Ja? Aber nee, Moment. Boah, noch höher. Moment. Das ist jetzt eine Frimmelsarbeit hier. So, mein Gott, ist das eine Frimmelsarbeit. Gut, so. Sitzt und hat Luft. Nein, aber ist jetzt hier wirklich fest sitzt er. So, dann haben wir natürlich auch für seine Beine natürlich den Schienbeinschoner hat er. Ach, da fällt der Kopf auch schon ab. Meine Güte. So, Kinder. Bei den Schienbeinschonern ist es so, dass sie auch man öffnen kann und auch wieder verschließen, ne, damit man es natürlich eben auch perfekt anlegen kann. Jetzt haben wir ja den Man at Arms. Haben wir jetzt so, wie es sein sollte. So, jetzt gucke ich mal. Okay. Jetzt wollen wir jetzt mal natürlich seinen fetten Blaster hier in die Hand geben. Kann man das? Oh, sehr schwer. Sehr schwer. Da hätte man, also da muss ich mal sagen, der Griff ist hier, glaube ich, zu dick, sehr schwer in die Hand einzulegen. Aber das kennt man ja bei den Händen am Anfang, da sind die noch sehr starr. Da muss man wirklich frimmeln, ihn wirklich einzulegen. Man hätte das irgendwie auch anders machen sollen, finde ich. Finde ich. So. Ja, so, jetzt haben wir ihn so, wie er sein sollte, ne? Man at Arms, Old Man at Arms mit seinem Blaster.
Und damit wumst er alles weg, was ihm vor die Flinte kommt. Sieht cool aus, sieht auf alle Fälle richtig geil aus, muss ich lassen. Wir werden gleich natürlich auch mal den Vergleich machen. Wie sieht er denn im Gegensatz zum normalen Revelation Man at Arms im Vergleich aus? Aber erst schauen wir uns das hier mal an, ist richtig cool. Auch die Rüstung, herrlich, herrlich, herrlich. Sehr schön detailreich gezeichnet. Hebt sich auch die ganzen Mechanik hier an der Rüstung, hebt sich sehr gut ab mit den leicht veränderten Rot- und Orangetönen. Und wie ich eben schon sagte, an der Rüstung hier an den Armen finde ich das so schön, diesen schwarzen Abhebung, dass es suggeriert, dass es schwarzes Fell ist, warum auch schwarzes Fell genommen worden ist, sei dahingestellt, aber egal. Richtig mega geil. Auch der Unterarm, hier der Unterarmschutz, auch mega. Alles mega. Also richtig cool. Mega. Was hier an der Seite ist, das weiß ich gar nicht hier. Aber trotzdem sieht cool aus. Hier hat auch ein bisschen was hier, dieser Blaster hat ein bisschen was von einem Ghetto-Blaster. Kennt das noch aus den 80ern? Da war ja so große Kassettenrekorder. Ja, da ist man so, ne, gerade in Amerika, wenn man sich so alte Filme anschaut, ja. Wenn ihr so einen dicken Ghetto-Blaster durch die Gegend gelaufen sind, das gab es bestimmt auch in Deutschland, ne? Dann laute Musik. Das erinnert mich jetzt ein bisschen daran, ne? Man nennt ihn auch Ghetto-Blaster Man at Arms, ja. Ghetto-Blaster vor allen Dingen. ja, Man at Arms. Ach, ich habe gar nicht zugemacht, den seine, auch der ist ja auf, oder ist ja aufgegangen, die hinten. Ja, ich finde die richtig cool. Ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, wie findet ihr Man at Arms, Old Man at Arms, die Deluxe-Figur. Hast du zugenommen, Man at Arms, hier auf dem Weg von Amerika zu mir hin? Was ist da los? Warum geht das Ding nicht zu? Moment. Er hat sich im Sommer sehr wahrscheinlich auch sehr zu gut gehen lassen. Moment. Und wie versprochen, gerade hier der direkte Vergleich zum normalen Revelation Man at Arms links und hier die rechte, die Deluxe-Version vom Old Man at Arms. Ja, der bekannte Man at Arms aus der Revelation-Serie trägt natürlich hier nur einen Schnäuzer, ist sonst schön glatt rasiert. Und auf der rechten Seite, ja, man sieht hier seinen Vollbart und dass er die Haare halt länger trägt. Und natürlich auch die Rüstungen sind ein wenig anders. Man sieht es hier schon mal alleine an den Ober- und Unterarmrüstungen. Denn der Brustpanzer ist fast gleich, hat nur natürlich ein wenig den Unterschied, dass der normale Brustpanzer vom Man at Arms ein wenig schmaler ist als der vom neuen Old Man at Arms. Ja, hier links hat der normale Man at Arms eine Fellhose an und natürlich hier auf der rechten der Deluxe Man at Arms ein, ja, was auch immer das, dieses Leibchen davor ist. Ja, das unterscheidet sich auf alle Fälle da drin. Und natürlich unten an den Kniebeinschoner unterscheidet er sich ebenfalls. Also mein Fazit hier zum Old Man at Arms, die Deluxe-Version, ja, ich bin auf alle Fälle richtig überzeugt und ich kann ihn euch wirklich wärmstens empfehlen. Und wenn man ihn hier umbaut zum normalen, gealterten Man at Arms, wie er später dann auch zu sehen war, muss ich sagen, richtig, richtig nice. Auch diesen kernigen Vollbart. Ja, er guckt auch so richtig männlich. Ja, das ist der Man at Arms. Richtig, richtig toll. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ihr könnt mir auch gerne mal unten reinschreiben, ob er euch gefällt. Wenn nicht, schreibt darin, warum. Was mir auf alle Fälle nicht gefällt, kann ich euch schon sagen, dass es ihn hier in Deutschland leider nicht zu kaufen gibt. Das ist ein großes Manko. Da muss man wirklich Mattel fragen, warum bietet ihr ihn hier nicht in Deutschland an? Würde auf alle Fälle eine reißende Käuferschaft finden. Und ich finde auch diesen Wechselkopf sehr, sehr cool, ne? Mega geil. Ach, eigentlich, das ist wirklich ein Augenschmaus, diese Figur. Ja, und ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn wirklich zum Einkaufspreis bekommen habe. Das ist auch nicht normal, ja. Also, das ist wirklich, das war wirklich mein Glück.
Und für 23 US-Dollar, ja, nochmal, ich kann gar nicht oft genug sagen, danke Beate, dass du den mir besorgt hast. Ja, auch der John hat mir einen besorgt, ja. Da muss ich auch nochmal Dankeschön sagen. Er hatte mich auch angefragt, weil er ist auch jemand, er kennt da jemand in den Staaten und er hat mir auch einen besorgt. Jetzt habe ich zwei Stück. Und der eine kommt, was ich normalerweise nicht mache, seltenst mache, kommt der unausgepackt, sehr schön auch noch mit in mein Regal. Ach, ist das sieht denn geil aus, einfach nur. Muss ich es lassen. Auch hier, auch nochmal zurückzukommen, auch der Umhang finde ich toll, ne? Wie immer mal, sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Ja, auch hier das Umhängetäschchen, ne? Was ist da drin? Vielleicht auch sein Fahrzeugschein, seine Fahrzeugpapiere. Ja, man weiß es nicht, seine Führerschein. Herrlich. Naja, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Gigantenphantom. Ja, und dann sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Bis dahin bleibt auf alle Fälle weiterhin gesund und sammelwütig. Tschüss.